Wir sind heute im Parque Natural Metropolitano. Ich sag der Stadtwald von Panama City. Und wir wollen uns mit Flora und Fauna ein bisschen vertraut machen. Dieser kleine Nasenbär, der lebt hier wirklich frei, einfach wild, fast mitten in der Stadt. Am besten fress mit der Hand rein. Eine Krabbe gewesen, Bruder. Eine Krabbe? Ja. Ja, ist vielleicht nicht so gut, wenn ich die so an euch da rein. Nee, das ist nicht geil. Und ganz plötzlich überrascht uns ein Regen. Es ist ja nicht so, dass wir in Panama damit nicht rechnen würden. Und die Reaktion der anderen zeigt mir jetzt schon, das sind die richtigen Mitstreiter für eine Insel. Naja, und wie man mich kennt, ich muss es halt auch gleich wieder betreiben. Ah ja, okay. Alter, hier kam gerade ein Blitz runter. Der muss hier irgendwo im Baum eingeschlagen sein. Warte, ich muss da mal kurz warten. Wir gehen jetzt alle komplett nass ins Auto. Das muss hier irgendwo wieder so. Oh, das ganze Auto wird nass. Ich glaube, wir fließen hier gleich weg. Ich glaube, die Insel ist weg. Ich hoffe, er sieht die Straße noch. Ich habe niemand gewohnt. Geht schon noch ein bisschen mehr. Bei mir ist schon die Hälfte gar nicht. Ja, bei mir aber auch. Also. Ich fühle mich gut. Nie mehr als Max, was trinken? Ich kann dir meinen Schuh geben. Aus deinem T-Shirt? Den Schuh? Aus dem Schuh? Ja, danke. Heute ist der letzte Tag, bevor es auf die Insel geht. Ich habe eine kleine Tour für die Gruppe organisiert, weil ich möchte, dass sie zusammenwächst. Und das geht am besten, indem man etwas zusammen unternimmt. Wir fahren zum indigenen Volk der Embera und schauen uns an, wie sie leben. Vielleicht erfahre ich heute ein bisschen mehr über die Gruppe und wie sie zusammen funktioniert. Yeah.
Wir sind hier im Dorf des indigenen Volkes der Embera. Es gibt Kochbananen und Fisch. Was ist das? Litschi. Litschi. Ah. Oh mein Gott, wer bist du denn? Du bist einfach. Oh, wie alt sind die? Ich will mal einer mitnehmen. Oh, guck mal, der ist. Der ist schon so groß, ne? Guck mal, ja. Der ist sehr klein. Oh mein Gott. Oh, ist so süß. Ich halte mich aus. Ich muss sagen, wenn du Fotos machst, weil ich den Bauch einziehen. Das sieht man nicht. Wir machen nur einen Arm. Oh, wir sind schon fast fertig. Und auf T-Shirts. Jeder sollte einen mitbringen. Sie mitbringen. Und was ist denn hier los? Ja, da habt ihr euer Logo, wo wir uns stecken lassen können mit den Koordinaten. So, es ist 2:30 nachts in Panama City und ich sitze im Flur. Meine Tür ist immer noch zu. Ich habe Flipflops, Wasser und $10. Und in 4,5 Stunden fahren wir auf die Insel. Und das ist alles, was ich mitnehmen kann, weil ich nicht an meine Sache komme. Die Tür geht nicht auf. Die haben es zwar kaputt gemacht, aber nicht auf. Ach ja, das geht schon gut los. Es ist 5 und mein Wecker hat gerade geklingelt. Ich habe bloß nicht geschlafen. Die Tür ist offen. Ich glaube, hier hat sich jemand ein bisschen verschätzt. Und vielleicht braucht es auch eine neue Tür. Ich habe zum Glück gestern schon gepackt. Ich habe mir übrigens auch noch Crocs gekauft. Habe festgestellt, dass das echt am besten hier ist. Aber wisst ihr was? Ich freue mich einfach jetzt so derbe auf die Insel. Es wird einfach nur geil.